Angesichts der massiven Waldbrände in der Amazonasregion wächst in Europa der Widerstand gegen das Mercosur-Freihandelsabkommen zwischen der EU und vier südamerikanischen Ländern, darunter Brasilien. Gefordert werden vor allem Garantien für ein Ende der Abholzung tropischer Regenwälder. Der sozialdemokratische ungarische Europaabgeordnete István Újhelyi erklärte mit Blick auf den brasilianischen Präsidenten, man müsse auf Vertreter des politischen Idiotentums verstärkt Druck ausüben. Wenn das Mercosur-Abkommen in einigen Wochen im Europäischen Parlament zur Ratifizierung anstehe, müsse die Vereinbarung abgelehnt werden. Erst müsse sich Brasilien klar gegen die Abholzung aussprechen. Seit der Amtsübernahme des Trump-Unterstützers Jair Bolsonaro haben die Waldbrände zugenommen. Sojaproduzenten und Bauern im Amazonasgebiet brennen den Wald ab, um Ackerland zu bekommen. Der brasilianische Präsident wies die Kritik bereits als Einmischung von außen zurück. In Brüssel sagte eine Sprecherin der EU-Kommission, das Mercosur-Handelsabkommen könne in der Tat ein Druckmittel sein. Es enthalte Umweltverpflichtungen und binde Brasilien an das Pariser Klimaabkommen. Brüssel sehe Möglichkeiten, eine Umsetzung dieser Verpflichtungen zu erzwingen. Environmental issues, and I think that there are also instruments with regards to the enforcement of these commitments. Zudem bot die EU technische Unterstützung im Kampf gegen die Waldbrände an. Die Zahl der EU-Bürger, die nach Großbritannien übersiedeln, hat sich seit dem Brexit-Referendum halbiert. Nach amtlichen Angaben ging sie von 190.000 im Jahr bis Juni 2016 auf 92.000 im Jahr bis vorigen März zurück. Experten machen dafür die Brexit-Unsicherheiten sowie die Schwäche des Pfund Sterling verantwortlich. Belgien wird vermutlich zwei Kandidaten für seinen EU-Kommissar vorschlagen. Die Sozialistische Partei will diesen Posten an Laurette Onkelinx vergeben und nicht an Außenminister Didier Reinders, dessen Name seit Wochen genannt wird. Damit hätte die künftige Kommissionspräsidentin von der Leyen die Wahl zwischen einer Frau und einem Mann, ganz wie von ihr verlangt. Die EU-Kommission plant den Bau eines neuen Konferenzzentrums in Brüssel. Das bisherige Gebäude entspreche nicht länger Umwelt- und Sicherheitsbestimmungen, hieß es. Das künftige Zentrum soll mehr als 150 Millionen Euro kosten.